Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch auf der Suche nach Elise und Alvin und Tipo. In der Reihenfolge. Und ich umgehe jetzt mal ein paar Gegner hier, weil langsam wird es mir zu blöd. Obwohl mittlerweile weiß ich ja jetzt, dass die Gegner, die Feuerangriffe einsetzen, gegen Feuer anfällig sind. Und ja, dann weiß ich ja, wie ich darauf antworten kann. Mit Roan. J. Ilbert. Wofür auch immer das J steht. Hey. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Der ist schwach gegen. Aber er macht allgemein viel Schaden. Schau, wie cool down. So. Nein. Boah. Bam. Bringt's voll. If only I could use more arts like you. You just need to practice a little. A little? Yes, only 20, 30 years or so. Diese Kopfschwenkung. Die macht mich fertig. Und ja, so ungefähr 30, 40 Jahre. Schön. Ja. Und wieder hierüber war ja nicht gerade, waren wir nicht gerade? Ach, hier, Mama. Oh, denkt ihr etwa, das würde ich übersehen? Hey, hallo, her damit, her damit. Ah, alberne Brille, wenn die Leute war, so eine Gag-Brille, ich bin nur noch so ein Schnauzer unter der Nase. Oh, was. Oh, das war nicht so gut. Und Fireball, bam, 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 bam. Ich treff dich irgendwie nicht. Was soll das denn? Bam, bam, aua. Hilf mir mal wieder, bam, 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 bam. Weil wir immer in so eine Kung-Fu-Pose geht. Surfen die über dem Boden? Oh geil. Seid Hammer. Ja, das ist allgemein bekannt. War schon wieder, nee, ich muss schon sagen. Ja, ob ja, dafür hatte ich jetzt aber nicht zwei, drei Kämpfe. Verdammt! Ah! Ah. Zack, zack, zack. Aua. Danke. Oh, wie schnell ich den Angriff jetzt einsetzen konnte. Danke. Wie lassen wir uns abkühlen? Hier. Nimmt einen riesigen Wassertropfen ins Gesicht. Oh, du wolltest mich heilen. Dankeschön. Bam. Aber wenn ihr nicht eure Dinger hier einsetzt, dann mache ich das eben. Das sagst du schon. Wahrscheinlich bringt das Alter auch sehr große Vergesslichkeit. Ja. Und weiter. Da kann ich nicht rüberspringen, natürlich nicht. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht 5-6 Parts hier an diesem Ort hier rumweilen. Auch wenn er vielleicht etwas Großes ist. Ich möchte auch schon wieder Elise und Alvin im Team haben. Und Tipo. Wie konnte ich nur ihn vergessen? Wir müssen dann auch noch am Turnier teilnehmen, Mann. Dabei haben wir eigentlich schon gewonnen. Die anderen sind doch schon disqualifiziert worden. Und da ist Elise. Und Alvin. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Boss. The gang's all here. I thought this was up to me. I'll heal you right away. Warum hat Elise nicht?
Okay, sag mir einfach, wer es getan hat und ich werde ihn umbringen. And look, Tebow's here too. Glad you're okay. Hey, let's play. But first, give me a name. Huh? Hey, let's play. But first, give me a name. Okay. What's going on? Hey, let's play. But first, aber ich mach doch schon ein Let's Play. One of the Exodus agents ripped something out of Tipo. And that's all he's been saying since. So he really was just a machine all along. A toy. A toy? Yeah, a stuffed animal designed to move and talk by itself. He wasn't a toy. He was my friend. Alvin, what happened to the Exodus agents? I killed one of them. The other gave me the slip. Good work. Me, bitte. What about Tipo? If we can get back whatever they pulled out of him, maybe he'll go back to normal. When did the Exodus agent leave? Ages ago. Then the trail is cold. Trying to retrieve whatever they took will be a waste of time. We need to get moving. But wie bitte? Couldn't you do both? Can't you help? If you wish to search for Exodus, I won't stop you. But that means we'll have to part ways. Very well. Let's get back to the city. Hä? Hä? Wie kann sie an einem Kampf teilnehmen? Kann sie jetzt nur noch Tipo am Rücken nehmen oder was? Die geheime Schande des Dirigenten. Oh, das hat nichts mit das zu tun, okay. You're in a fine mood, old timer. Oh, and did you overhear that? How embarrassing. That's a nice melody. What song is that? It's more of a visualization exercise. I'm practicing the rhythm I use when channeling spirits. Huh. I knew you had an artistic flair to your channeling, but I didn't know you used music. So that must be why they call you the conductor. Right, because he uses his musical talent when channeling spirits. Well, not exactly. I must confess that I can't actually read music or play any instruments. What? The conductor can't even read music? Then what are you doing when you wave that baton? That's from a dance we used to perform in our town's summer fair. The steps of the dance are perfect for measuring the timing of my arts. Oh, I'd be so much happier if I hadn't asked. Na, wieso, das ist auch cool. Der Hanaute Ron. Keine Ahnung. So, okay. Wie bitte? Mila war schon wieder vollkommen herzlos. Lass mich raten, sie interessiert nichts anderes als ihre Mission und irgendwie macht sie das verdammt unsympathisch. Und wenn Jude auch noch auf Milas Seite ist, dann weiß ich nicht, was ich mit dem mache. Den schmeiße ich dann irgendwie gegen der Wand. Dann nehme ich nächstes Mal, keine Ahnung, Elisa als Hauptcharakter. Es muss passieren. Es muss geschehen. Ich kenne doch Judith dann auf Milas Seite und das würde mich dann richtig ankotzen. Naja, egal. Nach einer Vorkehrgruppe kein TP. Okay. Ja, jetzt muss ich erstmal mit diese aufholen. Was? Maximal TP. Ja. Wird zwar nicht mehr reichen, aber was soll's. Bei mir Blick, der war voll am Boden zerstört, als sie gesehen hat, wie Mila sie einfach weggestoßen hat. Das ist unverzeihlich. Na warte. Da bin ich mal gespannt, was sie als nächstes macht. Weil das wird auch entscheiden, was ich als nächstes mache. So, egal. Genug von der Story. Stärke. Qualität hat er bestimmt. Ja. Okay, Geschicklichkeit, die Gegner
besser abtäuben. Boah, ich hoffe, das hat man nicht gehört. So. Und der wurde auch erweitert. Ausgeweitet. Ausdauer. KP. Also, wenn ich schon genug KP hätte. Gehaltene Ladung. Behaltene Ladung, auch wenn dein Angriff im geladenen Zustand daneben geht. Wie cool. Dunkelschutz. Gewitterschuss. Energiekugeln, die auf einen arglosen Gegner herunterhagen, verwandeln sich aufgeladen oder in Sturmschuss. Verwirrungsschlag. Beine brauchen 25 Minuten, um sich von einem Angriff zu erholen. Okay. Ich gehe mal wieder auf Stärke. Und noch mehr Stärke. Und noch mehr Stärke. Und noch mehr Stärke. Und noch mehr KP. Und ja, dann kommt das ja als nächstes. Die Intelligenz ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So. Wie gebe ich nach Xiangdu? Ja, von hier. Na gut. Ich nehme mal wieder Elvin. Elise bleibt im Team und Rowan bleibt in meinem Team. Und shoot, bei Mila kann ich jetzt irgendwie nicht leiden. Da muss ich jetzt mal so festhalten. Okay. Ich schätze mal, wenn wir nach Reisen mit der Weltkarte in. Na toll, dann passierte ja noch irgendwas, Mann. Ich wollte Feierabend machen. Na gut. Kommt jetzt bestimmt noch voll der Boss und wäre ja auch blöde. Leck mich an. Ah. Den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Jetzt kommt ja voll der Boss. Ich sehe es doch kommen, aber dann wird der Schnitt vielleicht noch gut passen. Das heißt aber, ich muss aber ein paar Gegner hier aus dem Weg gehen. Ich habe noch ein Gericht mit mehr Galt, das heißt, kann ruhig kommen. Come at me, Bro. Frag dich nur, wo. Hä? Also, wir sind nicht miteinander verbunden. Oder? Doch, was? Wo bin ich denn hier? Ach, ich muss hier hoch. Stimmt. Muss auch hochklettern. Warum steuere ich eigentlich wieder? Ich will nicht wieder steuern. Ja, du kannst besser, wenn du hochklettern, Elvin. Ich springe da einfach hoch. Okay. Ja. Was sag ich denn? Der Schnitt wird überhaupt nicht passen, wenn hier eine Cutscene dazwischen kommt. Oh nein. My apologies if my pets frightened you. I had to sick them on some poachers. Zhao? Mm-hmm. What brings you lot here? I see you finally returned to this place, child. You remember it, do you? What's he talking about? Ja, von was spricht er? Das werden wir im nächsten Part herausfinden. Tschüss!